Ich weiß aber, vielleicht hast du irgendwelche Sachen, wo du gerne mal drüber erzählen möchtest, wo vielleicht auch andere mit drüber erzählen möchten. Aber ich kann mich doch nicht, wenn alle mal am Tisch sitzen, über irgendein Thema sprechen und sagen, ey Leute, ich bin Urlauber, jetzt erzähl mal was von mir. Warum nicht? Darum nicht, weil darum ist keine Antwort. Das ist wie Obstbaum. Und so ist es nun mal. Wenn sich gerade alles spannend über. Und du merkst es ja selber, die kommen vom einen zum anderen Thema immer alle. Eben, saßen wir mit 8 Mann hinten an dem Tisch. So, da war Totenstille. Warum hast du da nicht mal was gesagt? Na, weil ich da weiß ich nicht, in dem Moment habe ich da keinen Bock drauf. Und es ist dieses Problem. Ich will hier drin sein, aber habe irgendwo auch keinen Bock mehr. Also ist so eine gewisse Müdigkeit momentan. So ein bisschen, wie nennt man das im Job? So ein bisschen Burnout. Ja? Ja. Ja gut, aber ich meine, das Problem ist ja, wenn du selber sagst, du hast doch nicht mal, wenn es ruhig ist, Bock, irgendwas zu sagen. Ne? Das ist schon ein bisschen, weil gerade dann könntest du ja glänzen. Dann könntest du sagen, hey, und vielleicht entwickelt sich ja dadurch ein Gespräch, weißt du? Das Ding ist, ich denke mal, kommt bei mir daher, ich habe früher Freunde gehabt, mit denen habe ich mich über Sachen unterhalten, die haben die nicht interessiert, ne? Mhm. Und dann habe ich mich wirklich mit denen unterhalten. Muss ja nur nicht jeder sehen. Gehst du jetzt weg? Ja, weil es nicht jeder sehen muss. Du bist ja eine Pappnase. Und da habe ich mich mit denen unterhalten und die haben zuhört und nachher gesagt, ey, das hat mich ja nicht interessiert. Ne? Und das muss ja wohl nicht sein, dass wenn ich mich mit denen unterhalte, dass die mir zuhören und nachher sagen, ist mir am Arsch vorbeigegangen. Und deswegen habe ich auch irgendwo keinen Bock mehr, irgendwelche Themen anzusprechen, weil ich denke, ich langweile die Leute. Ja, gut, aber das ist ja auch wieder falsch. Nur weil du früher Freunde hattest, diese waren. Es ist nicht nur früher so. Was ist das? Es war nicht nur früher so, es ist zum Teil heute noch so. Ja, aber das heißt doch nicht, dass alle hier so sind. Ja, aber man, weißt du, wenn ich mal ein Thema anschneide oder so und du merkst, es interessiert keinen. Also jetzt mal ohne Scheiß. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht ein einziges Mal erinnern, wo du irgendwo ein Thema angeschnitten hast. Hierzu außer wenn wir uns alleine unterhalten haben. Weil damit kannst du ja auch. Das hast du noch nie in der Gruppe gemacht, weil ich mir da zu blöde vorkomme. Aber das ist doch Blödsinn. Guck mal, du hast schlechte Erfahrungen gemacht. Früher und teilweise vielleicht auch noch vor kurzer Zeit, bevor das hier alles angefangen hat. Nur du kannst ja die Erfahrung. Du kannst ja dann nicht sagen, okay, jetzt überall, wo ich bin, hat keiner Interesse an meinen Sachen, die ich jetzt zu erzählen habe. Da musst du mal raus aus dir kommen. Da musst du mal zeigen und mal anfangen. Gerade in so Situationen, wo mal Ruhe ist. Weißt du? Weil dann so findest du doch erst raus, ob das, was du denkst, dass du langweilig bist, ob sich das bestätigt. Aber ich glaube, gerade wenn Neue da sind, die haben immer Interesse an einem, weil die immer einen kennenlernen wollen. Gut, es kann natürlich sein, Leute, mit denen du schon länger hier bist, dass die sich auf einmal wundern, so, hä, was redet denn hier auf einmal so viel? Weißt du, weil du ja, du redest zwar, aber du redest ja jetzt nicht so viel wie Marcel oder sonst was, oder keine Ahnung. Ja. Aber du musst es versuchen. Du musst dann die Hürde musst überwinden. Deine Angst, die du hast, musst du schon ein bisschen besiegen da. Jetzt sind nur so die Sachen zwischen Mädel und einem Kerl. Wenn jetzt so Marcel zum Beispiel, jetzt mal nur als blödes Beispiel, irgendwelche Sachen sagt, irgendwie, ey, die Birne machen Kopf zu oder quatscht irgendeinen Müll, wenn ich mich da als Mädel hinstelle und sage, gucken sie mich alle schief an. Das ist richtig. Warum? Und draußen ist es genauso. Was ist denn hier los? Wir sind hier. Nee, nee, ich will dir was sagen. Nee, ich gehe. Ihr seid zusammen. Nee. Ja. Ich guck den mal an. Ey. Nee, aber das ist das. Das hört sich da jetzt wieder doof an, aber das liegt wirklich daran, beim Typen, gerade wie jetzt wie Marcel oder wenn andere das sagen, kommt das immer ganz, ganz anders rüber, wenn ein Mädel das sagt. Es sei denn, die anderen Mädels sind genauso gepoolt, weißt du? Die sind genauso. Ist es aber auch nicht. Zwei bei uns Jungs, wir kommen da alle mit klar. Wir sagen das ja selber auch, weißt du? Und wir sind ja selber alle so irgendwie auf eine gewisse Art und Weise. Gut, bei Manu muss man halt gucken, wie er ist. Ne? Ob er wirklich so viel Spaß verkraften kann, wie er sie gesagt hat. Ne? Aber da muss man auch erstmal abwarten, wenn es ihm besser geht. Ne? Und gut, hier bei euch ist es natürlich auch schon wieder ganz anders, weil ihr seid 6 Mann und von den 6 Mann sind auf jeden Fall alle unterschiedlich. Ja, natürlich ist es dann schwierig, irgendwie so Scherze zu machen. Aber du hast doch wohl auch eine eigene Art von Humor, oder? Du musst ja nicht
dir an anderen Beispielen irgendwie Humor abgucken, oder? Na, wenn ich jetzt meinen Humor hier rausbringen würde, müsste ich ganz genau, dann würde ich hundertprozentig so ankommen wie draußen. Und zwar nicht. Wie ist denn dein Humor? Das hast du zum Teil erste Woche mitgekriegt. Ja, was war daran schlecht? Du hast es gesehen, ich wurde rausnominiert. Ja, das lag aber, glaube ich, nie an deinem Humor. Ja. Du weißt, woran es gelegen hat. Ich mach nichts kaputt oder so. Du weißt, woran es gelegen hat, oder? Ich glaube, das war deine Art und Weise. Aber es lag, glaube ich, nicht an deinem Humor, Pappnase. Es lag an deiner Nörgelerei, an deiner Rumzickerei. Aber das hast du doch alles so jetzt gut, bin ich wie doch du's... aber auch nicht anders. Ich nörgel noch rum, ich zicke noch rum. Ja, aber nicht mehr so. Das habe ich dir schon hundertmal gesagt. Ich meine, ich hatte ja von Anfang an kein Problem mit, aber die Leute zum Beispiel, andere Leute hatten damit Probleme. Ne? Aber du bist doch lang nicht mehr so zickig wie vor 6 Wochen, 7 Wochen. Und klar, das mit dem Essen, ne? Weißt du, ich meine, mein Gott, willst du machen? Aber bisher bist du auch gut klargekommen, oder? Nur du musst da für dich wieder irgendwie einen Weg finden, dass du da wieder hinkommst. Ich meine, die Phase, dass man so den Bock... So, jetzt sollte ich jetzt rein? Jenny. Ach, Jenny. So die Phase, dass man so ein bisschen die Motivation oder die Lust verliert, ich glaube, die wird jeder ja mal kriegen. Aber ich habe sie schon eine ganze Weile. Was für... Du hast... Wie lange hast du die? Ja. Wie lange hast du die? Schon über eine Woche. Ja. Und? Eine Woche. Oder jetzt 8 Tage. Nur du machst ja auch nichts, um da wieder rauszukommen. Du lässt dich wirklich... Von dieser Laune, die du hast, oder von dieser, ich sag mal, dieser Depri-Phase, sag ich jetzt mal, so ne, lässt du dich voll anstecken. Und du bist in einem Sumpf drin, ne, und lässt dich immer weiter runterziehen von dir selber. Aber du versuchst gar nicht, irgendwie mal den Ast zu nehmen und da rauszukommen. Man muss es auch mal machen. Du musst dir selber in den Arsch treten. Weil... Du bist hier reingekommen, weil du es wolltest. Und du bist hier nicht reingegangen, um nach 7 Wochen zu sagen, ich habe jetzt mal eine Woche, kotzt mich das an, ich habe keine Lust mehr, ich mich langweilt hier, um hier rauszugehen. Dann muss nach 7 Wochen schon zu sagen, mich langweilt hier, finde ich auch ein bisschen komisch, ne? Es ist komisch, aber überleg mal. Und spätestens jetzt, wo die das alle draußen sehen, sagen die so, oh, wenn die nominiert ist, die schmeiß ich raus, die hat keinen Bock mehr auf die Scheiße. Der langweilt da drin, was soll die da noch? Das weiß man nicht, kann ich dir nicht sagen. Das ist immer so, wie jeder selber das empfindet, weißt du? Du musst erstmal aus diesem Sumpf da raus für dich kommen. Aber du musst es auch wollen. Wenn du es nicht willst, dann ist es schwierig. Es ist schwierig für mich, dir was zu sagen. Es ist schwierig für Marcel, dir was zu sagen. Es ist für jeden schwierig, dir was zu sagen. Das liegt im Endeffekt, liegt es an dir, ob du das willst oder nicht willst. Und ich würde mir wünschen, dass du das willst. Weil, wie gesagt, nach 7 Wochen.